Mich befasst die Frage seit langem schon und ganz brennend, wie können wir unsere Schulen zu Orten machen, wo Kinder gerne hingehen, wo sie ihre Potenziale entfalten können, wo sie eine gute Beziehungskultur erleben, wo sie Wertschätzung so erleben, dass sie selber dann auch in der Lage sind, andere wertzuschätzen und wo sie ihre ganzen Fähigkeiten, die sie ja haben, mit Begeisterung in reale Projekte einfließen lassen können. Also wie kann man Lernen und Leben verbinden? Wie kann man die Begeisterungsfähigkeit erhalten? Und dass das geht, dafür gibt es viele Beispiele, unter anderem meine Schule. Und wir wollen jetzt die Transformation in Deutschland weiter voranbringen und unsere Schüler machen Schulleiter- und Lehrerfortbildung, reisen durch die Republik, stecken andere an. Ganz, ganz wichtige neue Lernformate bei uns sind das Schulfach Herausforderung und das Schulfach Verantwortung. Das Schulfach Verantwortung bedeutet, alle Kinder im 7. und 8. Jahrgang übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen. Da erleben sie sich als selbstwirksam, da wartet einer, da werden sie gebraucht. Und im Schulfach Herausforderung, da setzen sie sich selber eine Herausforderung und sind 3 Wochen unterwegs außerhalb von Berlin, um an ihre Grenzen zu gehen, um sich wieder als selbstwirksam zu erleben. Sie müssen alles selbstständig organisieren und da lernen sie, im Team zu arbeiten und was eigentlich Lebensfähigkeiten sind und unternehmerischer Geist und aus Scheitern zu lernen und risikobereit zu sein und mutig sich in die Veränderung zu begeben. Und das wünsche ich mir, dass sich dieser neue Geist in ganz Deutschland verbreitet.